So, wir versuchen jetzt uns noch einmal hier in den Halls of Valor mit zwei. Mit Drew und wie heißt der andere? Cyrus. Sollen wir auch Kann man was zu nicht ihnen auch sprechen? sagen? Hi. Was war jetzt bei dir, Alex? Ich habe gesagt, man kann den Namen nicht aussprechen. Nee, also ich auf jeden Fall auch nicht. Oh, was für ein Schaden ich gerade mal. Fühlt sich nach 4 an. Ich wollte gerade sagen. Die Und ich bin Problematik ist schon aber. gestorben. Was, wer ist gestorben? Ich Oh. bin stehen geblieben, weil ich sonst nicht casten konnte. Aber du hast doch diesen einen Spell, kannst du da auf quasi im Lauf von Casten machen. Hast du das Ja, aber der gespellt? heilt ja nichts. Doch. Der halt nichts? Ja, du Keine Ahnung. musst, was ich gut fand, Toll, jetzt sind wir beide unten. als Aushilfsmonks hier, geben ihm Ratschläge. Ne, Na, unten mach die ruhig ist, glaube weiter. ich, das vorletzte Talent, wo du die Jadeserpent-Statue, weil die heilt ja dann mit. Würde ich an deiner Stelle nehmen. War nicht richtig gut. Ja, Ey, Pyrrho hier haben ist die auch Drachen korrekt. keine Models, ne? Da müssen wir aufpassen. Also da kommen immer in diesen freien Flächen, die man sieht, fliegt ein Drache vorbei und man stirbt, wenn man da drin steht. Okay, Du lass musst mal ihn das. kurz erklären, oder? Achso, ich weiß, was der Boss Ach macht. so, echt? Also wie gesagt, in den freien Flächen kommen immer ab und zu ein Drache geflogen. Das Problem ist, dass die Drachen keine Models Haben haben. die wenigstens die Viereckigen-Dinger? Nee, da siehst du halt einfach nur einen Frühkohler, dann musst du halt ganz schnell weg. Okay, ach Und so. er wirft seine Waffe auf ständig irgendwo hin, da muss man halt auch rausgehen. Der Heimdall. Schauen wir Ja, mal. probieren wir es einfach mal, das ist bestimmt easy. Don't face Boss towards group. Okay. Das sollte man jetzt eh nicht. Ist ja an sich ein generell allgemeingültiger guter Tipp, würde ich sagen. Jetzt kommt ein Drache. Aber, ah, bei uns, du musst weg. Ich habe da Echt? jetzt keinen Indikator oder so gesehen. Ach so, Ich da auch am nicht. Rand, Da okay. kommt er geflogen. Nur Oh, der was ist das Reiter jetzt? ist dran. Wenn du das nochmal siehst, kann man das droppen? Nein. Wäre auch zu schön gewesen. Und wenn Jetzt kommt man. wieder ein Drache. Ich sehe jetzt hier nichts. Ich Und auch bin nicht. da ganz am Eingang. Bei uns auch, doch. Echt? So, gut. Ich Glück. sehe nichts. Ich sehe nichts, aber. Nur ganz hinten. Ah, jetzt kommt er. Woran siehst du das? Ja, erstens macht er das Horn und dann steht er ein Rückkohl in der Luft, habe ich doch gesagt. Achso, ich habe am Boden geguckt. Gleich alle Cooldowns raus. Kriegen wir so viel Schaden? Jetzt kommt Nee, wieder ich hab einer wieder nur bei uns, Patrick. keine Okay. Ahnung, wie ich ohne Cooldown heilen soll. Ach so, das meinst du, da bleibe ich einfach drin stehen. Nicht. Das geht mit Bei Fettboss sind die da ein paar Mal gewiped. Okay, ich stand jetzt auch drin, aber das macht irgendwie nur 10% Damage. Also mach halt Shell an der Stelle, dann geht das schon. Bleibe ich jetzt auch stehen. Kommt er in der Mitte? Oh. Bei uns auch. Oh, Shell habe ich jetzt gerade nicht, aber. Oh. Habe ich leider kein Cooldown mehr. Ja, der war jetzt hart. Kreis rechts mich. Naja, für den nächsten habe ich auf jeden Fall. Naja, aber. Oh, ist auch hier mit Artefakt Power ein Cluster. Ja, jeder kriegt was außer ich. Der Kreis zum Beispiel hat sogar Gear bekommen, Gut, ja? dass ich es bekommen habe, aber noch gar kein Artefakt habe. Ja, das solltest du aber echt machen. Link-Gruppe? Vielleicht können wir den Typ auch einzeln pullen, oder? Ich glaube. Wenn er gleich wieder in die Mitte geht. Ich meine, keine Ahnung, wie viel er macht, aber wenn er in der Mitte ist, ziehe ich ihn ran. Und jetzt. Hallo.
Was ist das? Ist das von ihm oder ist das Ich denke mal, irgendwie... man muss ihn rausziehen, oder? Nee, er hat einen Debuff gehabt. Oder einen Buff. Ich hätte ja gedacht, dass das jetzt irgendwas Paladin-mäßiges war, aber wir haben keinen Paladin, naja. Gehe ich mal davon aus, dass es keine Paladin. Ja, war jetzt gerade auf Cooldown. Do you seek my counsel? Der Pott ist du verstanden. Nee. Ich meinte Abtes, weil Basti kriegt davon ja coole Sachen. Ist das ein Boss da? Nee, ne? Aber wenn ich den da jetzt rausziehe, kommen die, oder? Ah, warte, der kommt nach vorne. Ich dachte erst, die anderen gucken auf einmal so. Okay, er schaut einen schon an, aber. Ja, aber es ist recht schnell, also ich glaube. Ja. Das weiß nicht genau, ob man da rausrennen kann. Ehrlich. Nee. Aber jetzt habe ich jetzt instant mich bewegt. Sache, ja, man kriegt richtig auf die Fresse als Demon Hunter. Gut, ich glaube, das stimmt jeder, der zwei Ticks bekommt. Aber nicht sofort ein Hebel. Achso, du bist gelaufen? Ja, das geht ja nicht. Er hatte dich jetzt versucht zu Battle Resin mal. Ja, gehen wir mal links, würde ich sagen. Gehen wir mal links. Lass uns erst rechts gehen. Ach, die wollen erst rechts, alles klar. Gut. Ich wundere mich ja, dass der eine Typ hier was kennt. Du hast dich schon zu allen Guide angeguckt, oder was? Fettboss halt angeguckt. Und du hast halt durchgescrollt. Hm. Ja, ich spiele sowas ja immer lieber gerne selber, aber nachdem wir letztes Mal hier nicht vernünftig durchkamen. Neue Animation, oder? Dieser Strahl von Mondkin. Ja. Wenn wir alle irgendwelche neuen Animationen, muss man die machen, oder sind die riesen? Weil meint er, man muss auf jeden Fall alles clearen, aber jetzt läuft er ja auch noch. Naja, grundsätzlich sind anscheinend Mastpools kein Problem. Ja, ich hatte halt jetzt auch beide Cooldowns verwendet. Ich hoffe, wir brauchen die jetzt gleich nicht. Keine Ahnung, weiß nicht, wo wir jetzt hinkommen. Oh. Ist ja schön hier. Oder? Schon. Odin. Mhm. Greifen wir uns an? Mhm. Ja, machen. Aber was macht er denn hier? Schon wieder Artefakt-Power bekommen. Da oben ist der Boss, oder? Wo? Da links von uns. Echt? Oh. Ach ja, da. Da weiß ich aber nicht, was er macht. Da habe ich nicht zugeguckt. Ich finde es immer irritierend, dass man als DK nur noch ein, also als Blood DK nur noch eine Krankheit hat. Ich denke immer, mir fehlt hier die andere. Wie heißt der denn nochmal? Was für und was mit Blade? Voll doof, also. Und wir sind sicher, dass das schon ein Boss ist? Ja, ja, meinten auch von Wolfs Boss. Okay. Fenrir, gab's denn nicht schon irgendwo mal? Okay, der Silenced. Und der charged irgendwie. Ob ich da jetzt raus höre, oder?
jetzt War ja weiter irgendwie damit. klar. Okay, die Ini mag ich dann schon mal nicht. Hey! Glaube, das sollte man nicht zu so viele pullen, oder? Ach Quatsch, Ja, die ich glaube. frieren uns alle ein. Ole. Ja, nochmal gestunt, aber irgendwie. Do you seek my counsel? Dieser Vogel, der ständig spricht, oder? Okay, Fenrir. Warum macht er es immer auf mich? Keine Ach, Ahnung. run! Ich kann das irgendwo. Ja, und you run. Wieder. Bin auch mega schnell. Macht doch wieder diesen Lieb. Ja, Fuck, okay, weil das ist ein One-Hit. Der Punishment heilt sich. Target. Er hat Ich sich war im verhakt. IB. Aber wenn man da nicht wegrennt, stirbt man instant und. Aber du kannst mich ja retten, wenn du möchtest. Ach so. Ich war im IB, dann kann ich nicht abbrechen. Hat geklappt. Jo. Ich kann ihn abbrechen, aber ich will ihn nicht ab. Ja, diese Damage-Steigerung von DDs. Ich Oh, würde gerne. Alex! Nein. Würde gerne Recount Boah, sehen. ich hab sogar Loot bekommen. Der Typ hier hat schon wieder Item Level 800. Hä, ich hab Level Zweimal. 680 an und loote 800. Ja? Okay. Ist halt der normale Loot hier. Sind wahrscheinlich auch Max-Level-Instanzen, nehme ich mal an. Sind wir skaliert auf? Achso, die Dinger skalieren sich ja uns an. Aber ich schätze mal, dass das keine Level-Up-Instanz ist, oder? Ach, keine Ahnung, weiß echt nicht. Ich glaube, was Fehler war, ne? Das habe ich Irgendwas mir nicht gemerkt. Sie haben das ja gesagt auf der BlizzCon, welches die Level-Up-Instanzen sind, aber häufig verdrängt. sah schön aus hier, aber der Fenrir war jetzt langweilig. Das stimmt, ja, der war ziemlich langweilig. Wobei der andere jetzt auch nicht so spannend war. Ja, spannender Übrigens, hier zumindest vorne das standen hier. auch noch Mobs, oder? Hier weg. Und die haben wir noch alle gepult. Ach ja, die Eule, ne? Schaut mal, man kann die hier trollen. Wen? Ach, dann kämpfen die sich selber oder was? Ja, Und wenn dann man kann die man vorbei Metkrüge oder was? aufhebt, anscheinend. Weiß gar nicht, warum ich das nicht schon gemacht habe. Okay, wir schleichen wohl vorbei. Like a true Valkyr. Was ist er? Das sind jetzt so zwei Mini-Bosses dann links und rechts. Das heißt Mini-Bosse. Das ist ein Bosskampf mit zwei Bossen, oder? Nee, du bekämpfst erst die einzeln und dann bekommt der Boss beide Fähigkeiten. Du lernst So. hier die Fähigkeiten und der Boss hat wieder beide. Der Moment. Linke macht sowas wie im Vortex-Pinnacle, der macht einfach eine Zone, also eine Bubble. Da muss man sich dann reinstellen, weil da so ein Donnersturm kommt. You sully this ritual with your presence, mortals. Da jetzt rein.
ist ja nett von ihm, dass er uns gleich mitschützt. Der Arme, er kommt zu gar nichts. Alles, was er castet, wird interrupted. Der Rechte macht eine Dance-Phase um ihn rum, um überall Bubbles raus, muss man halt dodgen. Nochmal? Um ihn herum kommen lauter Bälle raus und die muss man halt dodgen. Ah, okay. Jetzt hat. Jetzt macht nicht wirklich Schaden. Nö, hat aber auch. Der Fettboss meinte, man kann einfach den Tank wohl hinstellen und alle dahinter und das würde man wohl überleben. Ach so, das ist so eine Flugbahngeschichte oder was? Ja. Guck mal, das kommt noch. Und beim Boss stehen die jetzt auch links und rechts. Ah, wir müssen hier glaub weg, der Boss kommt hierher. Was? Du musst ihn halt den Boss link immer zu einem Mob hinziehen. Und je länger wir an einem Mob dran denken, desto stärker wird, glaub desto mehr Schaden macht sie. Also wir müssen dann irgendwann wechseln, also halt wechseln auf die andere Seite. Wie sieht, die haben so bis 4-5 Stacks, haben die an dem Mob eingestanden. Hat sie Stacks? Ja, ne? Ja, sie, glaube ich, kriegt die Stacks. Im Moment hat sie halt nur einen. Ja. Wo? Jetzt haben wir die Ability abwarten irgendwie und dann gehen wir oder so. Was sie überhaupt macht? Ja, ich hab's jetzt schon rübergehört, das ist bei 5. Dodgen. Wieso lässt man die nicht einfach auf der Seite in der Bubble stehen? Ist jetzt nicht so anspruchsvoll. Ja, weil wahrscheinlich das halt zu viel Schaden macht. Ah. Ah, gut, man kriegt trotzdem noch Damage, ja. Ich glaube, mit zu viel Stacks macht das schon ganz schön Schaden. Ja. Theoretisch. Stell mich hinter dich. Ja, mach mal. Bleib stehen. Haben wir jetzt überlegt. Wenn ihr alle stehen bleibt, kann ich es nicht aushalten. Ja, aber normalerweise. Normalerweise kann er, also Basti meint ja, dass er hinter mir dann. Oh, was ist das denn? Ja, es hat aber irgendwie nicht so geklappt. Ein paar Kugeln sind irgendwie trotzdem durchgeflogen. Ah, okay. Ja, hätte sein können, dass es wirklich klappt. Das wäre ja gut zu wissen auch eigentlich. Rechts halten, lenk dran, Basti. Ein Race hier voll. Ja, richtig geil. Möchte ich dauerhaft haben. Oh. Und man kann auf dieser Brücke runterfallen, also nicht links und rechts. Haben wir Odin vergessen oder warum steht kommt doch jetzt von der Liste? Wen? Ja, Odin. Diesen God King Scovelad fehlt. Ja, keine Ahnung, warum der nicht kommt, aber lass mal weitergehen.
Was war Ich denke, es gesagt? geht Aegis. Keine Ahnung. Das ist ja schön hier. Guck mal, die sind gut da. Ist gar kein Trash. Ja doch, die müssen wir jetzt alle einzeln erst besiegen. King Tor. Zwar Haldor. beim Boss kann ich schon mal sagen, ihr seht ja die Runen hier am Boden. Beim Boss bekommt ihr eine Rune über den Kopf und dann müsst ihr euch da reinstellen und dann werdet ihr jetzt so eine Walküre. Mehr weiß ich von dem Bosskampf aber auch nicht mehr. Aha, dieser Skowart kommt also danach, oder was? Ich meine, gut, eigentlich hört sich's ja auch logisch an, ne? God King. Das ist doch dieser Corrupted, glaube ich. Okay, also einfach einen an. Oder hast du den schon angesprochen? Hat der Die gesagt, die Eule. zwei? Zwei angesprochen. Ach nee, doch nicht. Ich kann nur einen Ich ansprechen. wollte erst auch einen ansprechen. Bin mal auf die anderen Demon Hunter Talente gespannt. Im Moment Naja, hat man müssen ja wir. irgendwie nur AOE-Fähigkeiten. Ah, bist halt ja voll im Nachteil im Moment gegenüber. Oh, Komma 2? Nee, nicht, oder? Ich glaube, die werden nur stärker. Scheinbar. Freut mich. Ja, eine Fähigkeit. Aber gut, dann irgendwelche Cooldowns werde ich dann eher für den letzten verwenden. Holt er den wieder oder was? Nee. Nee, nee. Ist ein Ad hier Ich hinten. denke mal, der kann nur seine Fähigkeiten nutzen. Droppen wir überhaupt in der HP? Nee, oder? Müsste viel Ja, haben. wer? Wenn der HP droppen, sieht nicht so aus. Du darfst ihn, glaube ich, nicht an den Mhm, Rand ist mir ziehen. dann aufgefallen, als ich ihn grippte. Ich dachte, ach, ziehst du mal ran und dann dachte ich, oh, da war was. Aber nichts, was jetzt krass schlimm war. Was ist das? Oh. Das darfst wohl nur du nehmen, glaube ich. Und was mache ich damit? Keine Ahnung. Gucken wir mal, was macht das denn? Der Ach, Barrier jetzt auf kommt der Aegis. Skowald. No, I too have proved my worth, Odin. I am God Was denn King überhaupt verwenden Sie, Nix? Skowald? Ich hab so ein Dings. These Wann muss ich das denn mortals verwenden, dare hat er das not gesagt? stand to only when he casts my Ragnarok. Ragnarok. claim to the Aegis. Alles Leave klar. Ich hab leider das gerade nicht or die. aufgehabt. Jetzt hat. Hab ich Is gecastet. Musst du jetzt hier this reinkommen, nehme ich an, Alex. Ja. Das Ah, war. okay. Das wusste ich Skill. natürlich nicht. Ah. Haben wir einen Battle Reds? Ja, haben wir. Ja. Hast schon gemacht. Oh, Now ist the das. Schön. Jetzt hat's Where er. it So. Schmeißt es dahin. Jetzt musst du es wieder nehmen, oder wie? belongs. Ist wahrscheinlich egal, wer es nimmt, oder? Nee. Nee, er hat gesagt, wir crashen, wenn es wer anders nimmt, wieder. Okay. Sobald das kommt, reinlaufen. Ja, jetzt fasse ich an. Ja, Basti wird auch rufen. Hä? Ich sagte, dass du auch rufen wirst. Du hier als Raidleiter. Ja, der 5 Engi jetzt Jetzt. hat. Der Kass ist immer noch. Hoppala. Das habe ich wieder nicht mehr. Jetzt Ja. hat's er. Wie machen wir das weg? Oder wie haben wir es Damage weggemacht? wahrscheinlich. Kann man sich nicht hinter ihn stellen und macht dann noch Damage? Ja, kann Ja, man. Damage macht man trotzdem Wo irgendwie. ist es? Oh, da. Overloads. Habe ich wieder? Aber gut, er ist jetzt tot.
Loot, bitte. Ja, ich hab auch Loot. Was ist da drin, hab ich sehen? Nee, gar nix. Oh. Also bei ihm weiß ich nur, irgendwann kriegen wir halt das Mark auf den Kopf und dann musst du in die Rune gehen, aber... When you get Mark on your head, go to the rune with that Mark. GG. Okay. Das sind wohl auch Farben, also ihr kriegt auch Farben. Ja, ich wollte gerade sagen, Marks allein wäre das etwas ja. Anspruchsvoll. Okay. Wenn man faul ist zumindest. Let's go. Let's do this, oder? Mach ihn in der Mitte, würde ich sagen, oder? Damit man halt vernünftig laufen kann als Melee auch. Okay, Radiant jetzt. Tempest, keine Ahnung. War jetzt schon Mark? Nee. Nee. Ich denke mal rauslaufen. Nee. Ah, oh, doch! Ja, glaub, oder? Ja. Oh, jetzt werde ich weggetragen und bin hier oben. Der Zuschauer. Wie komme ich wieder runter? Was ist das da? Odin has defeated you, ja. Hat euch gezwungen, ja, dann bist du wahrscheinlich tot. Super. Zuschauer. Kriegt der überhaupt Schaden? Nicht so nee, richtig. Das, also muss dir der Walke werden und dann musst du schauen. Jetzt hat. DDV. Oh. Er hat gemeint, nicht zu früh rein. Oh, keine Ahnung. Ja, ich. Wurscht. Jetzt macht der wohl heftig Schaden an ihn. Schau doch mal zu. Okay, da trotzdem. Oh, ja, aber du bist ja nicht da. Ja, trotzdem, der verliert ja gar nichts. Mit dir wäre er schon tot, nehme ich an. Ja, alle raus. Okay, jetzt denke ich, überlebt man. Vielleicht passiert ja noch irgendwas. Ja, man muss ihn nicht voll besiegen. Sag ich ja, jetzt dann einfach mal. Nur 80%? Was kommt jetzt bei 80% aus? Grün. War das nicht mehr im Video oder was? Doch, aber ich habe nur so durchgescrollt, weil es so lang war. Habe ich nur noch gesehen, wie sie sich verwandeln. Man ist verwirrend, dass du noch in den Frames bist. Ich verstehe es gar nicht, ich war da halt draußen. Dann bin ich hochgeflogen. Ja, die Nummer kann sich noch ein wenig hinziehen. Hast du aufgepasst? Hatten wir. War der Buff jetzt vielleicht stärker irgendwie? Als gerade? Nicht drauf geachtet. Ich weiß nur, dass jetzt immer mehr von diesen Dingern kommen. Also, das Ausweichen wahrscheinlich jetzt immer mehr schwieriger wird. Also, gut, ich meine, das hält sich natürlich noch in starken Grenzen, aber. Nee, der Buff ist nicht stärker. Dauert ja länger als ein Raid-Boss. Ja. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ihr ihn auf Null bringen müsst. Nee, du sollst ihn auf jeden Fall nicht töten. Ist ja im Prinzip so ein Test, ob man gut ist. Also ihm reicht tatsächlich 80%. Gut, der see that coming, aber... Ja, gut. Ich hab auch ein Cluster nochmal bekommen. Ja, ist es dann Raid-Boss irgendwann? Nee, wieso? Der ist ja, glaube ich, gut, oder? Der ist ein Freund eigentlich, der ist der Leiter der Kriegerklassenhalle. Von daher, der ist nicht böse. Ja, aber das hat schon irgendwie Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Ja. Bestes Legion-Erlebnis bis jetzt. Dungeons halt, ne? Keine Ahnung. Ist halt das, wofür ich WoW spiele: Dungeons und Raids. Naja. Falls euch auch Spaß macht. Würde halt die Challenge-Dinger interessieren. Challenge-Modes. Ach, auf einmal, ja, mit uns willst du keine Challenge-Modes machen? Nein, nicht die Time-Challenge-Modes, diese neuen mit den Marken. Mit den... Jetzt einmal in die Klassenhalle gebordet. Ja, ich auch. Ich auch. Kann ja diese Dinger mal wieder aufwerten. Deathgate, warum kann ich das nicht hier usen? Ja, CEO, Freund. Ich fand's blöd, wenn wir zum Beispiel
leveln müssten und dann wieder direkt Challenge Mode, weil es da gute Skill gibt. Das fand ich so ätzend in WoD. Ach, naja, gut, aber du hattest ja nichts anderes zu tun in der Zeit. Ja, aber das hat so genervt. Ja, gut, aber wir haben halt auch mit schlechten Leuten Challenge Modes gemacht, ne? Das muss man mal ganz klar sagen. Zu Beginn. Also nicht mit allen, aber mit einigen schon. Und. Funktioniert denn das? Ich bin jetzt hier in der Artefaktforge und Ja, dann. und dann musst du einfach die Dinge anklicken, die du im Inventar hast. Ich mach das auch mal eben. Das lasse ich noch im Video, damit ich den Leuten das zeigen kann beim Decay dann mal. Steht requires you to be near your artifact forge. Ja, ich stehe Ja. genau daneben. Echt? Sicher? Die ist ja weiter Achso, nee, oben, das ist ne? eine In der andere. unteren Etage Ja, ist die. ja. Und der Artefakt Power geben die Epic. 300? Ja, wahrscheinlich, weil Ich ich. bin Der 150. consumt direkt Ach, du alle. hast zwei, ne? Ja, Ja, ja. genau. Genau, 150 die epischen, 50 die blauen und die grünen 10. Ich habe auch zwei epische. Gucken wir Möchte ich mal. jetzt, dass mein Throwglaive noch weiter bounced oder lieber Metamorphose runter? Weiß nicht, habe ich ein blaues? Ich tu Metamorphose runter. Ja, vor allen Dingen muss man halt auch alles. Da habe ich noch drei blaue. Ach ne, nur 25 geben die blauen, Entschuldigung. Fehlinformation. So, ja, ich weiß auch noch nicht genau. Vampiric Fangs. Was ist das da? Inspiration für Dancing Rune Weapon. Auch nicht schlecht. Aber. Ich finde das, glaube ich, besser. Ja, also beim ersten Mal kostet das Ganze 100, beim zweiten Mal dann schon 200 und beim dritten Mal 300. Soweit, dass ich noch mehr hatte, war ich noch nicht bisher. Von daher, ich fürchte allerdings, dass es dann 400, 500, 600 und so weiter immer mehr werden. Also, dass es sich eben wie das normale Leveln auch später erhöht. Ja, in diesem Finde ich. Sinne, danke fürs Zugucken, Freunde da draußen. War sehr witzig, diese Instanz, wie ich fand. Ich hoffe, sie hat euch auch gefallen. Gebt uns Kommentare. Tschüss.